Hallo, in diesem Video geht es darum, ein Schrägbild zu zeichnen und zwar auf recht ausführliche Variante, also die am längsten Zeit braucht, aber vielleicht auch am übersichtlichsten ist. Das Beispiel ist anhand einer Pyramide gegeben. Wir haben hier gegeben ist die Pyramide ABCDS, Grundfläche ist das Quadrat ABCD, die Spitze S liegt senkrecht über dem diagonalen Schnittpunkt M. AB, die Strecke AB liegt auf der Schrägbildachse und es gilt, Omega sind 45 Grad, Q ist 0,5, AB sind 7 und M ist 7 cm. Zeichne das Schrägbild, Punkt A liegt links von Punkt B. Also, was haben wir alles gegeben? Die Angabe Pyramide ABCDS, die Grundfläche ist ein Quadrat, ja, Quadrat ABCD und die Spitze S liegt senkrecht über dem diagonalen Schnittpunkt M. Zusätzlich steht, AB liegt auf der Schrägbildachse. Und jetzt unten haben wir noch die ganzen Angaben. Erster Schritt ist, meine kleine Skizze zeichnen, nur von der Grundfläche. Die Spitze interessiert uns noch gar nicht, nur die Grundfläche. Und die Skizze vielleicht schon so zeichnen, dass wir mit der Seite anfangen, die auf der Schrägbildachse liegt. Also ich mache jetzt hier so ein falscher Stift. Ich mache jetzt hier so eine kleine Schrägbildachse in meine Skizze rein. Das soll die Schrägbildachse sein. So, Skizze ist jetzt, hier heißt es ja, AB liegt auf der Schrägbildachse. Also mache ich hier mein AB drauf und ergänze jetzt im Prinzip das Quadrat CD. So, super. Wie gesagt, Skizze mache ich einfach Freihand. Das ist das Schöne an den Skizzen. Was weiß ich jetzt aus dieser Grundfläche? Ja, nur Grundfläche momentan betrachten. Hier kenne ich noch, Grundfläche ist das Quadrat ABCD mit AB gleich 7 cm. Also ist die 7 cm lang und beim Quadrat gilt, alle anderen Seiten sind gleich lang, also habe ich überall 7 cm. Perfekt. Jetzt gehe ich mal her und zeichne diese Grundfläche in Originalgröße. Nehmen wir Geodreieck. Genügend Platz nach oben bzw. auch nach rechts lassen, da brauchen wir ein bisschen was. Also, ich beginne mit der Schrägbildachse. Richtige Farbe habe ich, einfach hier unten mal so eine Achse einzeichnen. So. Und darauf setze ich jetzt die Strecke AB, weil die Strecke AB liegt auf der Schrägbildachse. Ja, immer mit der Strecke beginnen, die auf der Schrägbildachse liegt. So habe ich hier meine zwei Punkte. Nenne ich gleich noch schnell A und B. Und jetzt das Quadrat ergänzen. Das heißt, von Punkt A aus 7 cm nach oben, mache ich gleich so. Von Punkt B aus 7 cm nach oben. Und oben jetzt noch verbinden. Jawohl. So, Geodreieck nochmal weg. Punkt ergänzen, habe ich Punkt C und Punkt D. Fertig ist meine Grundfläche. Ja, das ist jetzt die Grundfläche in Originalgröße. Gut, darauf können wir jetzt ja kein Schrägbild zeichnen. Es ist jetzt Sinn, diese Grundfläche zu nehmen und so in den Raum zu drehen, dass dieser optische Effekt eines 3D-Bilds entsteht. Wie mache ich jetzt das? Dafür brauche ich jetzt die Angaben, die noch hier stehen. Welche Farbe habe ich? Orange. Ja. Dafür brauche ich jetzt hier diesen Verzerrwinkel Omega und zusätzlich noch den Streckfaktor Q. Die kommen jetzt hier mit rein. So, wo sind die zu finden? Ich schaue mir die Schrägbildachse an und jetzt überall da, wo ich zwischen Schrägbildachse und einer Strecke der Grundfläche einen rechten Winkel rausbekomme. Das ist zum Beispiel, oh ja, mache ich gerade eine Farbe. Hier der Fall. Von der Schrägbildachse zur Strecke muss ein rechter Winkel entstehen. Habe ich ja beim Quadrat gegeben, die stehen alles, Seiten stehen rechtwinklig aufeinander. Diesen Winkel brauche ich. Der Winkel daneben, den brauche ich nicht. Warum? Der geht von der Strecke zur Schrägbildachse. Ja, ich hoffe, man merkt den Unterschied. Immer von der Schrägbildachse zur Strecke. Winkel werden immer entgegen des Uhrzeigersinns gezeichnet. Ich brauche immer den Winkel von der Schrägbildachse zur Strecke. Den anderen nebendran mache ich jetzt also nochmal weg. So. Es gibt noch einen zweiten versteckten, was heißt versteckt? Hier habe ich noch einen zweiten, der von der Schrägbildachse zur Strecke geht. So, nur die rechten Winkel. Wenn ich keine rechten Winkel habe, dann habe ich Pech. Aber ich darf jetzt nur die rechten Winkel. Diese rechten Winkel werden jetzt hier durch diesen Omega 45 Grad ersetzt. Nehme ich also mein Geodreieck her. Drehen wir es um, dann sehen wir es besser. So, hier ist mein rechter Winkel beim Punkt B. Fange ich jetzt mal an.
Ja, sehe ich ja 90 Grad und dieser 90 Grad Winkel wird jetzt durch 45 Grad ersetzt. Also mache ich bei 45 Grad, die meisten Geodreiecks haben mir eine Hilfslinie drin, mache ich meine Markierung, drehe es hin und zeichne hier diesen 45 Grad Winkel ein. Das gleiche mache ich beim Punkt A genauso. Ja, das macht dieser 45 Grad Winkel. Der dreht meine Grundfläche in den Raum und dadurch wird jetzt das komplette Quadrat so schief reingelegt. Wenn ich jetzt die Originalgröße übernehmen würde, also AD mit 7 cm, dann wäre die Grundfläche so ganz komisch gestreckt in den Raum rein. Das wäre viel zu groß und sieht ganz komisch aus. Deswegen gibt es noch dieses Q, das ist der Streckfaktor. Das bedeutet, jede Strecke, die ich mit diesen 45 Grad drehe, also diese Strecke wird ja im Prinzip hier jetzt so runter gedreht. Diese Strecke wird so runter gedreht. Ja, diese Strecken, nur diese Strecken, werden jetzt mit Q multipliziert. Die senkrecht zur Schrägbildachse stehen, so kann man es auch sagen. Nur diese Strecke werden jetzt mit Q multipliziert. Das heißt, das Original ist 7 cm lang. 7 cm mit Q multipliziert, also 7 mal 0,5 sind 3,5. Das bedeutet, meine neue Strecke ist nur noch 3,5 cm lang. Einmal hier. Upsa. Und einmal hier. Ja, da sind die neuen Punkte C und D zu finden. Und die muss ich jetzt natürlich noch verbinden. Ja, müssen nicht immer genau auf den Kästchen liegen. So. Mal Geodreieck nochmal raus. Punkte einzeichnen, C und D. Gut. Jetzt haben wir unsere Grundfläche schon korrekt gedreht, korrekt mit dem Streckungsfaktor gestreckt. Und jetzt brauchen wir noch die Spitze da oben drauf. Aber man sieht jetzt vielleicht, ich habe jetzt hier die Originalgrundfläche, ich habe jetzt hier das Gedrehte, ich habe hier noch hinten draus irgendwas. Ich fange jetzt im Prinzip nochmal an und zeichne nur meine neue Grundfläche rein. Also das Wissen, das ich jetzt gerade hier genommen habe für die neue Grundfläche, übernehme ich jetzt mal komplett nochmal. Also was war gegeben? Geodreieck her. Ich fange mit der Schrägbildachse an, 7 cm. So, Schrägbildachse, 7 cm auf AC. Ja, müsste reichen. Hier ist mein Punkt A zu finden. Hier ist mein Punkt B zu finden. BAB, nicht AB. Jetzt haben wir gerade kennengelernt, da drauf kommen die 45 Grad. Ja, Geodreieck kann man gleich an diese Hilfslinie auflegen. So. Und die neue Strecke ist 3,5 cm lang. Das haben wir ja oben rausgefunden. Also zeichne ich es jetzt nur so weit, gerade noch mal Glück gehabt, so weit wie ich es brauche. Die Schrägbildachse kann ich unten lassen, das passt so, braucht man nichts machen. Aber oben drin ist es vielleicht übersichtlicher, wenn man da nicht zu weit zeichnet. So, und jetzt noch die verbinden. Jawohl, blende ich es nochmal aus. D und C. Okay, jetzt habe ich meine korrekte Grundfläche und jetzt kann ich mich um die Spitze kümmern. Also nochmal nachlesen, wo liegt die Spitze? Die Spitze S liegt senkrecht über dem diagonalen Schnittpunkt M. Diagonalschnittpunkt, ich gehe nochmal hoch in die richtige Grundfläche, ist von der einen Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Also jetzt hier zum Beispiel von A nach C oder von B nach D. Ich schmier es jetzt einfach schnell rein. Das sind die Diagonalen und da, wo sie sich schneiden, ist der diagonalen Schnittpunkt. Ist aber vollkommen wurscht, ob ich diesen diagonalen Schnittpunkt in der originalen Grundfläche mache oder hier jetzt auch in der verzerrten Grundfläche. Ja, die kann ich hier genauso gut machen. Geodreieck her. So, muss ich es mal so machen, dann bin ich schneller. Geodreieck her und die gegenüberliegenden Eckpunkte verbinden. Die muss ich verbinden. Und die muss ich verbinden. Und dann sieht man schon, es ergibt einen Schnittpunkt. Ja, und dieser Schnittpunkt ist jetzt mein diagonaler Schnittpunkt M. Darüber liegt die Spitze S. Jawohl, jetzt muss ich nur noch die einzeichnen. Senkrecht über die diagonalen Schnittpunkt M. Jetzt ganz wichtig, nur das senkrecht richtig hinzeichnen. Senkrecht zur Schrägbildachse. Machen wir so rum.
Aber vielleicht erst senkrecht an der Schrägbildachse ausrichten. So. Ja, man sieht die Hilfslinie durch den Nullpunkt, die auf die Schrägbildachse ausrichten. Und jetzt die Zeichenkante zu Punkt M hochfahren. So habe ich es jetzt senkrecht ausgerichtet. Und jetzt muss ich noch die Strecke von MS abtragen. Das sind 7 cm. Jawohl, fahren wir das mal weg. Und dann liegt hier meine Spitze S. Ja, wie gesagt, die muss nicht auf den Kästchen, enden, auf den Kästchen-Ecken liegen. Kann irgendwo liegen, ist keine Voraussetzung. Und jetzt haben wir schon fast geschafft, weil wir müssen nur noch die Eckpunkte verbinden. Einmal von A nach S. Einmal von D nach S. Dann haben wir noch von B nach S. Und von C nach S. Jawohl. Und fertig ist unser Schrägbild.